Heute gibt es wieder ein Abonnenten der Woche und zwar ist das Hackern. Wenn ihr Abonnent der Woche werden wollt, dann müsst ihr einfach nur hier ein Abo da lassen und dann habt ihr die Chance, hier gefeatured zu werden und einen Kommentar mit dem Hashtag ADW für Abonnenten der Woche. Also, let's go. Schich, was geht? Heute gibt es eine neue Folge. Ich bewerte eure Teams und ihr seht, ich habe wieder ein ganz besonderes Trikot an. Wir haben ja Sonntag und in der Sonntagsfolge gibt es die Trikots. Es ist Italien, es ist die Nummer 10 und es gibt ihn in FIFA. Jetzt dürft ihr raten, wer es ist. Es ist natürlich die Legende mit dem Zopf, Roberto Baggio, da seht ihr's. Genau, ja, hat einen berühmten Elfmeter geschossen bei einer Weltmeisterschaft. Aber das ist ein anderes Thema. Also, starten wir rein. Und zwar mit dem Team der letzten Woche. Da hatte ich euch gefragt, das Team hier zu verbessern. Und dazu schreibt Waldritt fürs letzte Team auf 4-3-3 umstellen. Joe Gomez und Tavernier raus. Und dafür Fofana Future Stars rein. Und Pereira What If rein. In den Sturm Dembélé und auf linken Flügel Saint-Maximin. Dann ist zwar Alessandrini auf 7 Chemie, aber ist nicht schlimm. Ja, vielen Dank dafür und wir schauen uns das erste Team dieser Folge an. Das kommt von Kerem. Ihr folgt mir und seit November 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hey, ja, Community, das ist mein Team. Alles ist on trade. Budget 3 Millionen. Danke schon mal. Hashtag Schießstimmen, @schießstube, Hashtag PS4Share. Grüße gehen raus an Leon. Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ihr könnt übrigens auch Vorschläge geben, ne, wenn ihr einfach auf Twitter den Hashtag Schießteam abgibt und eingibt und dann da eure Vorschläge abgibt unter den Teams. Kommen wir zum Team. Dann haben wir im Tor Joe Hart. Dann haben wir in der Verteidigung Pereira, Cancelo, außerdem Zanetti und Dalot. Im Mittelfeld haben wir Petit, dann haben wir Joao Felix und außerdem Bruno Fernandes und vorne dann nämlich hier Gonsalves, außerdem Eusebio und El Shaarawy. Sio heißt das Team, 187 ist die Bewertung des Ganzen. Wir haben hier einen Teamwert von 6,5 Millionen und ein Budget von 3 Millionen Coins. Ja, was haben wir hier? Zwei Rote und einiges an Portugiesen. Eigentlich bis auf Joe Hart die gesamte mittlere Achse nach rechts, plus Dalot auch noch auf dem LV, auf der linken Verteidigerposition. Also interessantes Team. Na, dann noch Petit drin, also ja, Petit und Zanetti und El Shaarawy. Interessantes Team, gutes Team, starkes Team natürlich auch. Mit Petit und Fernandes als Sechser bzw. Achter. Was kann man hier machen? Wir haben ein bisschen an Budget mit 3 Millionen. Man könnte hier als erstes einmal Walker in Form reintun. Für Zanetti, dann als zweites auf die LV-Position Hernandez, die Headliner-Karte, für Dalot und dann als drittes noch auf der rechten Flügelposition upgraden und zwar wäre da eine Option Mohamed Salah, die 92er Inform-Karte. Ja, das wären hier erstmal die Vorschläge für dieses Team, sehr stark. Unabhängig davon. Wenn ihr andere Ideen habt, schreibt das gerne in die Kommentare und wir schauen uns das nächste Team an. Und das kommt von einem, ich glaube, Hockeyspieler, nämlich Hans Peter. Tell me the best player in the world, me. Alles klar, aus Baden-Württemberg in Deutschland. Wir kommen zu seinem Tweet. Er schreibt nämlich: Hashtag Schießteam, Hashtag PS4Share, das ist mein Team, alles on trade, außer Klostermann, würde gerne Player rausmachen, Budget 500.000. Alles klar. Dann mal im Tor Castells. Dann haben wir Kleiber, Vidic, außerdem Klostermann und Sinkgraven. Im Mittelfeld haben wir Renier, Figo und Wijnaldum. Außerdem noch De Bruyne und Player. Zusätzlich vorne Kanté. Ja, Ola Chica ist das Team. 184 ist die Bewertung. Hier haben wir einen Teamwert von 2,4 Millionen Coins mit einem Budget von 500.000. Und hier, was sehen wir da? Wir haben Kleiber auf der RV-Position, da gut gelinkt mit Wijnaldum, auch eine sehr interessante Karte. Player soll raus, der hat hier den Link zur Bundesliga, Renier 87er Spiel, sehr gute Karte, wie ich finde. Ja, die Frage ist jetzt, wie man das am besten anstellt. Fair ist natürlich noch auf der Bank, den kriegt man aber nur schwierig eingebaut. Also zumindest so, dass dann alle anderen irgendwie auf Chemie bleiben. Aber was wäre hier grundsätzlich mal denkbar mit dem Budget? Man könnte als erstes De Bruyne und Kanté tauschen und dann packen wir Thorgan Hazard rein für Player. Player soll ja raus und dann hast du da den Belgien-Link zwischen De Bruyne und Hazard. So. Und dann könnte man als drittes noch Klostermann upgraden und zwar indem man sich Tapsoba kauft.
die Future Stars Karte, logischerweise. Ja, das wären hier ein paar Ideen, was man machen könnte, theoretisch. Wenn ihr andere Einfälle, Ideen, Vorschläge, was auch immer habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir kommen zum nächsten Team. Und das kommt von einem Cristiano Ronaldo-Fan, der FIFA 21 spielt offensichtlich und seit März ganz frisch bei Twitter ist, nämlich Jani oder Jani. Er folgt mir und ist FIFA 21-Fan. Er schreibt: Hashtag PS4, Hashtag Shishim, hey Jaja, alles an Trade, Budget 200.000, danke im Voraus. Grüße gehen raus an Jan. Wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Joe Hart. Dann haben wir zusätzlich Walker, außerdem Van Dijk, Varane und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Dembélé, dann haben wir Fekir, Hernandez, Thorgan Hazard und Sancho und vorne Guendouzi. Ja, Stirnband 11 heißt das Team, angelehnt an Hernandez, der allerdings kein Stirnband trägt und auch sonst niemand, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. 187 ist die Bewertung. Wir haben hier einen Teamwert von 3,5 Millionen mit einem Budget von 200.000 Münzen. Ja, was haben wir hier? Also, im Zentrum natürlich der Mexikaner. Außerdem haben wir die Premier League La Liga Abwehr mit Van Dijk, Toti, GG dazu. Und vorne Guendouzi eingebaut, auch interessant. Ja, zusätzlich der Sancho. Ist auf jeden Fall ein nices Team. Was kann man machen mit dem Budget? Man könnte als erstes einmal Neuhaus Future Stars reintun, und zwar für Fekir, um dann als zweites Guendouzi und Neuhaus zu tauschen. Dann hast du da auf der linken Seite den Frankreich-Link. Und dann könnte man noch theoretisch Fofana Future Stars erspielen und den für Varane reintun. Wäre eine Möglichkeit. Ist jetzt kein Muss, aber wäre was, was man machen kann. Und da hat man dann auf jeden Fall auch bessere Physiswerte insgesamt. Genau, das wäre der Vorschlag. Wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, okay, was man noch machen kann, eine Sache vielleicht spontan, man könnte noch da Renier, die 87er-Karte für Hazard reinstellen, aber ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Ja. Das wär's. Wenn ihr andere Ideen habt, dann in die Kommentare damit und wir kommen zum nächsten Team. Und das kommt von einem hoffnungslosen Fall, nämlich von Still No Hope. Er folgt mir seit Februar 2021 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag PS4, Hashtag Shishim, Hashtag Shishtube. Hey, ja, das ist mein Team. Ingame spiele ich 4-2-2-2. Budget liegt bei 250.000. Danke im Voraus für Tipps. Alles an Trade bis Neymar, Traoré, Martial und Varane. Okay. Dazu schreibt er: Die Ikonen sind nur Leihspieler. Grüße gehen raus an Jem. Vielen, vielen Dank für deinen Vorschlag und wir kommen zum Team. Dann haben wir im Tor Courtois. Dann haben wir in der Verteidigung Alexander Arnold, Fofana, Varane und Wendell. Im Mittelfeld haben wir Renier, Martial und außerdem Neves und vorne Adama, dazu Richarlison und Neymar. Ja, FC Classic Star ist das Team. 188 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 900.000 mit einem Budget von 250.000 Münzen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein paar Brasilianer, da auch cool gelinkt natürlich, Wendell und Renier mit dem Strong Link. Wendell hat natürlich den Nachteil oder das Problem mit der Sprintgeschwindigkeit, auch nach einem Upgrade. Also 80 hat diese 86er Karte, das ist nicht viel, auch wenn der Antritt natürlich gut ist, aber die Sprintgeschwindigkeit echt schwierig. Aber auf der Linksverteidigerposition gibt es in der Bundesliga nicht so viel, vor allem nicht als brasilianische Version. Von daher denke ich mal, ist das in Ordnung hier in dem Team. Was könnte man machen? Also als erstes wäre eine Möglichkeit, dass man Richarlison upgradet, und zwar durch seinen brasilianischen Liga-Kollegen Gabriel Jesus, und zwar die Man-of-the-Match-Karte. Dann als zweites könnte man Martial rausnehmen und dafür Pogba reinstellen, weil wir gerade nur einen Defensiven haben und das Team sonst sehr offensiv ist. Dann als drittes könnte man noch für Adama Lucas reintun. Und als viertes Walker für Trent Alexander-Arnold auf der Rechtsverteidigerposition. Das ist auf jeden Fall ein dickes Upgrade, ein großes Upgrade. Genau, das wären hier die Vorschläge für das Team hier. Die Icons da auf der Bank sind auf jeden Fall, sind auf jeden Fall nice. Also da die ganzen Leih-Icons abgeschlossen. Kann man natürlich machen für diese ganzen Freundschaftsspiel-Modi. Wenn man Bock hat, die zu spielen. Da gibt es ja einiges, wobei viel auch im Manager-Masterpiece oder Manager-Meisterstück stattfindet, wo man immer diese Begrenzung hat. Vom Rating her, aber dennoch auf jeden Fall sinnvoll dieses Jahr. Draußen stürmt es. Ich habe da so eine Abdeckung vor dem Fenster, damit ich hier das Licht besser kontrollieren kann. Und das geht die ganze Zeit so
hin und her. Naja, hoffen wir, dass es nicht wegfliegt. Wir kommen zum nächsten Team. Und das kommt von jemandem mit schwarzem Profilbild, nämlich Juli M. Er folgt uns seit Dezember 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag PS4, Hashtag Schießteam, hey Jaja und Community, das ist mein Team, habe noch ein Budget von ca. 700.000, beste Grüße. Ja, beste Grüße zurück. Außerdem schreibt er: Goldkarten und Kimmich sind tauschbar, freue mich über Vorschläge. Grüße gehen raus an René, der keine Vorschläge hat. Wir kommen zum Team und schauen uns das Ganze mal gemeinsam an. Da haben wir im Tor Ter Stegen, dann haben wir Golovin, Volland, Varane und Kurzawa. Im Mittelfeld haben wir Neymar, Kroos, Gnabry, Kimmich und Diatta und außerdem vorne Kylian Mbappé und dahinter Diego Armando Maradona. Kopie 13 heißt das Team. Wir haben hier eine Teambewertung von 188 und einen Teamwert von 2,6 Millionen mit einem Budget von 700.000 Münzen. Ja, interessantes Team, starkes Team natürlich mit Mbappé und Neymar und Diatta, auch eine sehr, sehr nice Karte von Monaco. Also wenn da noch das Upgrade kommt, das ist schon sehr stark. Ja, im Mittelfeld haben wir viele Deutsche. Da generell im Zentrum, jetzt abgesehen von Mbappé und Varane, ist das komplette Zentrum deutsch. Und ja, PSG, drei Spieler. Was haben wir hier, oder was nicht, was haben wir hier, sondern was könnten wir hier machen, ist die Frage. Ich sehe da noch ein paar Spieler auf der Bank, so ein Jerome Boateng zum Beispiel oder Todibo oder Dybala, Ronaldo, noch ein paar andere. Das ist euer Job, liebe Freunde. Da bin ich gespannt, was ihr hier aus dem Team macht. Schreibt eure Vorschläge dazu wie immer in die Kommentare. Checkt uns auf Instagram ab, Link ist in der Beschreibung und auch meinen anderen YouTube-Kanal Schießplay ist hier am Ende verlinkt, wo die ganzen Gameplay-Sachen und die ganzen Sachen irgendwie rund um meinen Verein online kommen und ich auch hin und wieder live bin, also kommt da gerne vorbei. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch die Folge gefallen hat, wenn ja, dann lasst natürlich auch wieder hier gerne ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal und so weiter und so fort. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Música, 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 te traigo música, música.